Na, dann war dieses Rätsel ja sogar noch einfacher als das im Schlafzimmer. Da musste ich jetzt wenigstens nicht hin und her laufen. Hä? Was macht denn der Tannenbaum noch da? Vor allem, der sieht ja noch voll gut aus. Wahrscheinlich vom letzten Weihnachten noch. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierung im Jahr 92. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Hä? Soll mir das irgendeinen Tipp geben? Flintenattrappe. Ich glaube, ich weiß, wofür die ist. Und eine Spielzeugaxt, die ich nicht aufnehmen kann? So, ja gut, das nimmt so viel Platz weg. Oh man. Dann mache ich mir halt noch ein Heil-Item. So, jetzt können wir die Spielzeugaxt mitnehmen. Wofür die ist, weiß ich allerdings nicht. Die Flintenattrappe ist auf jeden Fall dazu da, um die andere defekte Flinte noch mitnehmen zu können, weil man kann die ja reparieren. Aber wofür ist die Axt? Und im Übrigen fällt mir auf, wenn ich jetzt voll bin, dann kann ich ja gar nicht die Schlüsselkarte aufnehmen. Und da liegt noch mehr Zeugs rum. Naja, fail. Dann werde ich wohl zurückgehen müssen. Ja, komm. Ich gehe kurz zurück und leg mein Zeug ab. Dann geht's gleich weiter. So, ich war auch mal eben auf Toilette. Von daher sollten wir nun genügend Ballast abgeschmissen haben und ausreichend Platz für die nötigen Items haben. Neben diesem Tape, was ich mir, denke ich, gleich ansehen werde, gab es hier noch, genau, diese stark flüssige Flüssigkeit. Und irgendwo muss doch jetzt noch die Schlüsselkarte sein. Ach so, da ist wieder so ein Lichterrätsel. Alles klar. Ein uraltes Fahrrad. Judgment. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Oh. Und ein Puppenhaus. Der Kontrast. Puppenhaus und Frau, die gleich mit einer Axt zerschlagen wird. Warum hat man ein solches Bild bitte in seinem Haus? So, und wir dürfen jetzt auch noch den Axtschläger hier abbilden. Na, super. Ja, das ist doch sogar einigermaßen richtig, oder? Oder nicht? Ah, ich hasse sowas. Dieses elendige Hin und Her. Ah, jetzt. Aber eigentlich ist es auch ziemlich genial umgesetzt, also kann man nichts sagen. Ach so, und die Schlüsselkarte befindet sich im Puppenhaus. Es war also nicht nur Deko. So, jetzt haben wir beide, die rote und die blaue. Eigentlich könnten wir jetzt diese sagenumwobene Tür öffnen. Aber ich glaube, ich bleib dabei. Ich ziehe mir jetzt erstmal dieses Tape rein. Hier um die Ecke ist ja ohnehin der Hobbyraum. Wobei, komme ich da ohne Ärger hin? Ja, doch, tatsächlich. Und hier gab es doch den Fernseher. Von daher würde ich sagen, komm. Wir schauen mal, was das hier zu bedeuten hat. Happy Birthday. Eine Videokassette mit der Aufschrift Happy Birthday. Spielen wir jetzt vielleicht sogar Lucas? Experiment. Nein, das... Nee. Nee, das... Oh, mein Freund. Ist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das fertigzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen.
Ich glaube, der ist richtig irre. Verdammt. Wer bin ich und wo bin ich? Es war schon relativ schnell klar, dass wir nicht Lucas spielen, weil da stand, das Video ist von 2017 und irgendein Experiment und... Kerze. Oh, oh, oh. Hallöchen. Ja, wir müssen irgendein Opfer sein. Eigentlich kommen da ja nur diese Reporter in Frage. Ich glaube, ich weiß auch, wer wir sind. Ich habe den Namen vergessen. Travis, Clevis, irgendwie sowas in der Art. Der letzte, der übrig bleibt halt. Was ist das? Gas? Wow. Wow, wow, scheiße, will der mich vergasen oder was? Arschloch. Und wir müssen mit der Kerze Abstand einhalten, sonst könnte das zu einer Explosion führen. Hey, diese Tür hier. Die ist zu, aber nur mit so einem komischen Seil. Lässt sich das nicht irgendwie abfackeln? Voll unlogisch. Geht nicht. Aber warum? Also wenn ich jetzt er wäre, ja? Dann würde ich doch die Kerze drunter halten. Hey, ein Geburt... What the fuck? Was soll das? Ich nenne das Spiel, ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schlafvollen Tod sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Happy fucking birthday. Got a light? Ah. Das ist ein Rätselraum. Jetzt verstehe ich's. Hey, cool. Weil wir haben ja rausgefunden, dass er ein Erfinder ist. Und deswegen hat er auch gesagt, oh, es hat so lange gedauert, jetzt freu dich doch und bla 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 bla. Der hat uns ein hübsches Rätsel hier gemacht. Und wir dürfen uns jetzt damit beschäftigen. Aufziehschlüssel. Ih, was ist das? Pfui. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, die brennende Kerze zum fucking Cake zu bringen. The cake is a lie, okay? Das ist das Wichtigste, was wir in diesem Fall im Kopf behalten müssen. Und hier ist irgendein Bilderrätsel, keine Ahnung. Vielleicht sind die Lösungen überall in dem Raum verstreut. Schauen wir einfach mal. Okay, im Moment habe ich ja nur den Aufziehschlüssel und die Kerze. Aufziehschlüssel könnte zu diesem Typen hier passen. Das ist doch so ein Roboter, oder? Es hieß doch, er ist ein Roboterbauer. Ja. Kann ich helfen, Alter? Hä? Ein Finger fehlt. Sieht ganz danach aus, als fehlt uns was. Weil den jetzt in Bewegung zu setzen, hat irgendwie nichts gebracht. Oh, eine Toilette kriege ich auch. Danke. Und so sauber. Wie am Bahnhof. Verstopft ist es auch noch. Was ist das? Echt widerlich. Mann, das eklig. Dang. Was ist das denn? Verschmutztes Fernrohr. Hä? Was will ich damit? Boah, das ist wirklich verschmutzt. Können wir es nicht irgendwie waschen? Ja, es kommt kein Wasser heraus. Ja gut, aber... Aber hier. Ja, jetzt sehe ich was. Die Frage ist nur, was bringt mir das? Oder kann ich durch dieses Fernrohr irgendetwas sehen?
was man normalerweise nicht sehen kann. Also in diesem Raum zumindest nicht. Keine Ahnung, ey. Wir müssen uns noch weiter umschauen. Hier kann ich nicht raus, ne? Natürlich nicht. Da, an dem Herd kann ich was machen. Ah, die Kerze wieder anzünden. Ja, schön und gut. Aber das ist vermutlich bloß der letzte Schritt. Was ist mit diesen Luftballons? Sind die nur Deko? Hm. Oh, da! Da ist der Code! Was war das? Egal. Also als letztes Embryo, als zweites... Was ist das? Eine Krähe und... ein Grabstein? Ja, ich denke schon. Und dann halt noch irgendein Mensch mit... Ach so, der wird gehängt. Ah ja, okay. Ein Mensch, der gehängt wird. Ein Grab und ein Embryo. Alles klar. Nichts wie zurück. Hey, es ist echt nicht schlecht, ne? Gefällt mir. So... der gehängte Mensch, der Grabstein und der Embryo. Schloss geknackt. Hä? Strohpuppe? Die Puppe fühlt sich hart an. Kann ich damit das Fass wieder verstopfen? Nein, es lässt sich nicht stopfen. Was will ich denn jetzt bitte schon damit? Oder hier irgendwie das so als Kurbel verwenden oder sowas in der Art? Nein. Und was kann man eigentlich mit dem Gas machen? Oder soll ich vielleicht sogar meine Kerze da hinhalten? Also ich würde es eigentlich nicht machen, aber... ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es hier nur eine kleine Explosion? Das würde nichts nützen. Okay. Ach, wartet, seht mal an. Da ist eine Frau abgebildet. So eine Art... Indianer oder sowas. Verdammt nochmal. Hier. Wir müssen dahin. Da ist eine Tür. Also müssen wir da durch. Hä? Ach, jetzt kann ich mit der Tür interagieren, oder was? Kann ich jetzt das Loch durchbrennen? Oh ja, aber vorhin ging's nicht, ne? Ist klar. Das sind aber viele Luftballons. Schöner Geburtstag. Ich könnte mir vorstellen, dass in irgendeinem der Luftballons etwas drin ist. Nein, wir können einen mitnehmen. Ach, und dann da Gas reinfüllen. Okay. Noch ein Schloss. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Boah, was hat denn der sich alles einfallen lassen? Das ist ja echt crazy. Aber ich glaube, zu wissen, dass wir den Luftballon hier ins Gas dran halten müssen. Dann pumpt er sich auf. Ja, wieso ist der so stachelig? Oh shit, da waren Nägel drin, dein Ernst? Hä, geht sowas überhaupt? Oh.
Alter, dass du noch stehst. Federhalter. Federhalter, was mache ich jetzt damit? Soll ich das dem Typen da in die Hand drücken oder was? Er kann ihn nicht richtig halten. Nee, es macht keinen Sinn. Okay. Wir haben eine Strohpuppe. Wir haben... Warte mal. Wir haben eine Strohpuppe. Und sie fühlt sich hart an. Heißt das, da ist was drin? Okay, das geht. Wir können sie anzünden. Tatsache. Puppenfinger. Okay. Ja, ich wollte gerade aufzählen. Wir wissen nicht das Passwort. Wir haben die Strohpuppe und wir haben den Federhalter, den ich jetzt überhaupt nicht zuordnen kann. Aber vielleicht ergibt das ja gleich Sinn. Geben wir der Puppe mal den Finger. Und dann vielleicht den Federhalter. Geht das? Ja, ich denke schon. Hier, nimm. Hä? Ah ja, okay. So, let's go. Jetzt schreibt er mir das Passwort auf, oder? Was zum Teufel ist das? Ja? Was machst du da? Komm mal, nein! 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 Was soll der Scheiß? Alter! Das ist krass. Er hat mich geritzt und auch noch mit Loser. Ja, das ist das Passwort, ne? Boah. Das ist voll heftig. Aber mir gefällt das. Jetzt sind wir, glaube ich, durch, oder? Aber er wird nicht überleben. Wir schaffen das zwar, aber wir werden nicht überleben. Würde mich doch sehr wundern. Und haben wir nicht die Leiche von dem Typen sowieso schon gefunden? Ja, wobei, nee, er ist, glaube ich, der Einzige, der verschollen blieb. Vielleicht schafft er es doch. Aber ganz am Anfang war einer der Reporter ja im Wasser. Der andere, das haben wir ja im Video gesehen, wie er vernichtet wurde. Und der letzte, ja, den spielen wir gerade. Ventilhandrad! Okay. Damit lässt sich diese Wasserfalle da deaktivieren. So dass wir mit der brennenden Kerze zum Cake gelangen. Wir haben es geschafft. Aber ziemlich coole Rätsel. Nur was bringt das alles? Ist das optional? Ich meine, ich hätte ja jetzt eigentlich auch einfach die Schlüsselkarten einsetzen können. Ich muss ja nicht dieses Video sehen. Theoretisch. Okay. Mein schönster Geburtstag. Und jetzt? Oh, der explodiert, Alter. Fuck. So ein Arsch. Oh, Scheiße. Der hat da vorher Benzin oder sowas ausgeschüttet. Sag bloß, wir verbrennen. Boah, das wäre echt abartig. Zum Wasser, schnell zum Wasser! Abdrehen! Scheiße! Scheiße! Mach! Was? Oh nein! Oh nein, die Tür ist zu! Oh mein Gott! Der hat ihn echt verbrennen lassen! Oh! Happy Birthday! Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Dang.
Okay, war wohl wirklich optional. Aber schön, dass ich es gemacht habe. Es waren tolle Rätsel, nur halt nicht das tollste Ende. Aber war eh klar, dass der tot ist. Das war sowas von klar. Okay, Leute, wir werden jetzt hier noch ganz schnell die Flintenattrappe mit der anderen tauschen. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich die Axt mitgenommen? Verdammt, ich weiß es gerade nicht. Egal, falls... Ist das Lucas? Hey Kumpel, denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Pff. Was ein Freak. Übrigens, Vorsicht, hier draußen lauern auch Monster. Ja. Als ich nämlich abspeichern wollte, habe ich sie gesehen. Nein, lasst mich in Ruhe. Und dann auch noch diese Spinnenviecher, ne? Okay. Das wird ein Spaß. An denen vorbeizukommen und die verdammten Schlüsselkarten einzusetzen. Nun ja. Dann müssen wir wohl durch. Was nehme ich jetzt mit? Eigentlich haben wir genug Platz, um den Granatwerfer einzustecken. Die beiden Schlüsselkarten verliere ich ja auch noch. Ja, komm, ich mach's einfach. Aber ich glaube, jetzt wird's richtig heftig. Da können wir sowas echt gut gebrauchen. Starke Chemikalie, ja. Nee, eine reicht, denke ich. Heilungsitems habe ich auch genug. Zur Not noch hier dieses Kraut. Ja, das passt schon. Das passt schon. Ein Dietrich haben wir noch da drin, das dürfen wir nicht vergessen. Den werde ich irgendwann verwenden, aber aktuell... Ja, weiß ich nicht wo. Daher... Werde ich jetzt wohl oder übel... zu Lucas gehen müssen. Man sieht die kaum, die tarnen sich so mega gut im Gras. Oh, das sind zu viele. Fuck. Sind sie tot? Nein. Jetzt aber, schnell. Schlüsselkarten einsetzen. Oh, das ist so pervers, ey. Es wird immer schlimmer hier, statt besser. Und das, obwohl wir verdammt nochmal gute Fortschritte machen. Tür auf. Ich meine, Jack ist tot. Margaret ist tot. Aber wie es aussieht, hat Lucas noch ein eigenes Haus. Oder ein Ferienhaus, ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Und das mit der Party hat er wohl ernst gemeint. Let's play, oh yeah. Er weiß wenigstens, was gut ist. Bestimmt gibt er meinen Parts auch immer einen Daumen hoch. Wobei, ab jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Denn nun geht's ihm hoffentlich gleich an den Kragen. Er hat bestimmt noch einiges für uns vorbereitet. Alter. Was zur Hölle? Sollen wir uns hier irgendwas ansehen? Boah, nee, ey, ne? Das wird mit Sicherheit pervers, Leute. Verpasst das nicht. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 7.